Ich möchte so ein bisschen erzählen, wie ich an das Instrument rangehe, wie ich in mein Instrument reinpuste, wie ich versuche, einen Sound zu erzeugen, der schön offen ist, der schön weit ist, der schön viel Luft durchlässt. Gut, ich mache kurz vor. Beim Einatmen achtet darauf, dass der Bauch locker ist und nach außen geht. Ihr müsst natürlich nicht so laut atmen wie ich. Ich mache das jetzt nur deswegen, damit ihr hört, um was es geht. Also beim Einatmen und beim Ausatmen versucht, und jetzt sind wir wieder da, was ich gerade vorhin gemeint habe, dann spannt euer Bauch ein bisschen an beim Ausatmen, genauso wie ihr vorher gehustet habt, und pustet die Luft einfach rein und schaut, dass die Luft eben nicht hier oben, hier, sondern dass alles, ich stelle mich auf die Seite hin, dass die ganze Luft aus dem Bauch unten rauskommt. So. Und wenn ihr dieses Konstrukt gebaut habt, schaut dann so aus, aus Mundstück und Blättchen zurück und Luftballon unten dran. Während ihr aufblast, achtet man tatsächlich nur drauf, erstmal im ersten Durchgang, wo hole ich meine Luft her? Das heißt, hole ich die wirklich aus dem Bauch raus? Im zweiten Durchgang, wenn ihr die Luft reinlasst, achtet mal drauf, wie fest ihr eigentlich hier seid. Oder und im dritten Durchgang achtet drauf, wie locker ihr eigentlich hier sein könnt, bevor die Luft eigentlich wegdüst und wegsaugt. Genau. Also ich mache das auch mal kurz vor. Genau. Und dann, so, wie gesagt, so zwei, dreimal einfach probieren. Und es müsste theoretisch ein sehr angenehmes Gefühl sein, sowohl in den Lungen als auch hier am Ansatz, weil ihr merkt einfach, ah, es lief, es, die Luft fließt, die Luft fließt und die Luft fließt. Nehmt euch ein Blatt Papier, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, malt euch mit einem Bleistift, ich habe einfach so ein altes Ding, malt euch mit einem Bleistift einfach so ein Kreuzchen da drauf. Also gebt diesem Blättchen quasi ein Ziel oder ein, genau, ein Ziel. Und dann macht ihr Folgendes: Ihr formt so eine dünne Düse, so als ob ihr einen Strohhalm im Mund hättet, als ob ihr eben auch in weiter Entfernung eine Kerze auspusten wolltet. Nehmt dieses Blatt Papier, legt es an die Wand. Ich mache das jetzt mal zum Demonstrieren einfach an meine Hand hier hin. Das funktioniert aber trotzdem genauso. Atmet ein. Und beim Ausatmen stützt wieder dagegen, so wie wir das gerade vorhin hatten, stützt wieder dagegen und schaut, dass ihr das so lange wie möglich an der Wand haltet, das Blatt Papier. Ich mache kurz vor. Irgendwann ist die Luft weg. Genau, ihr könnt es entweder tatsächlich jetzt direkt mal probieren, wenn ihr eins da habt. Wenn nicht, könnt ihr es irgendwann machen. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr das an die Tür legt und jemand kommt zur Tür rein, kriegt die Tür auf die Nase. Ich spreche aus eigener Erfahrung tatsächlich. Oder best den Fuß vorher da vorne hinstellen, sonst gibt's die Tür in der Nase. Genau. Wie ich meinen Sound produziere, der im Idealfall sehr offen ist und schön obertonreich und der einfach einen schönen individuellen, kernigen Sound hat. Ihr habt das ja mitgekriegt, ich heiße Johannes Geis, ich bin Saxophonist, das ist mein Beruf, wer mich nicht kennt. Ich spiele in der Band Moop Mama Saxophon seit 10 Jahren und ich habe in Nürnberg ziemlich viel, also nicht nur in Nürnberg, ich habe sehr viel Big Band gespielt, bis ich zur Moop Mama kam, habe dort auch die Einspielung gemacht und jetzt bin ich seit 10 Jahren mit der Band eigentlich nonstop auf Tour und unterwegs.